Ja, man sieht auch, also nicht weit weg von dem Hotel zum Beispiel, wenn man irgendwie mal hier fährt, ja, da sieht man auch schon die schöne grüne Landschaft, ja, die Reisfelder, ja. Und besonders zur Regenzeit, ja, das ist meistens dann im Dezember oder November, ist gerade Regenzeit, aber es regnet immer zur Zeit immer noch, ja, also eigentlich. Wir erwarten überhaupt keinen Regen zurzeit im Juni, ja? Ja. Aber ab und zu regnet es dann. Ja? Ja, manchmal auch schon sogar heftig, ja? Also starke Regen. Ja? Aber es ist jetzt schon ein schönes Wetter, würde ich sagen. Aber wenn es regnet, vielleicht erst dann abends, ja? Ja. Darf es schon ruhig regnen. Ja, genau. Abends ist egal. Ja. Ja. Ja, hier die Reisfelder. Die Landschaften, also mit Bergen und so weiter. Ne? Es ist etwa so ähnlich wie Bali, ja? Also von Landschaft her, also mit vielen Bergen. Ja? Besonders wenn man nach Norden fährt dort, dann hat man auch schon etwa so eine Landschaft. Ja? Und zurzeit wird auch schon hier Erdnüsse angebaut. Ja? Erdnüsse. Das Erdnüsse sind ja die Wurzel, ne? Ja, also mit Nüssen drin. Ja. 2006 ja, war ich bei Meyers-Weltreisen auf Bali beschäftigt. Ja. Also bei welcher Veranstalter wird das jetzt das Hotel gebucht? TUI. TUI, TUI ja? Ja. Oh, ja. Aber große Probleme. Oh, ja? Ja. Wir haben gebucht bis Lombok mit Flug, mit allem, und wir kamen in Jakarta an. Okay. Und dann hieß es ja, nee, euer Flug nach Lombok wurde nicht bestätigt von der TUI. Und die TUI behauptet jetzt, wir hätten gar nicht bis Lombok gebucht. Aber wir stehen auf der Passagierliste von Garuda drauf. Ne? Okay. Und dann haben wir Glück gehabt, dass wir haben es dann halt selber bezahlt. Okay. Und dann sind wir zum Glück nach Lombok gekommen. Dann standen wir am Flughafen. Dann kam kein Transfer vom Hotel, weil die auch nicht wussten. Flughafen hier auf Lombok? Ja. Dann haben wir irgendeinen gefragt. Der hat uns dann ins Hotel gefahren. Hotel war ganz aufgeregt, weil die alle nichts wussten. Und jetzt wissen wir noch nicht, wie wir nach Hause kommen. Oh, ja, weil, dann nochmal Flug. Also muss man auch schon ein bisschen anpassen mit dem Anschlussflug. Ne? Ja, genau. Also von Jakarta geht es dann los, ja? Ja, der Rückflug. Ja. Ja, genau. Wir würden jetzt Lombok-Jakarta fliegen und dann geht es weiter nach Hause. Aber das ist echt, also wir verstehen das nicht, ja, weil die haben einfach die Reiseroute geändert und haben einfach die Flüge genommen, den Preis haben sie aber gleich gelassen, das heißt eigentlich zahle ich das gleiche, obwohl ich komplett gebucht habe. Aha. Ich bin seit einer Woche, seitdem wir hier sind, tagtäglich mit dem Reisebüro am Hin- und Herschreiben. Und es fühlt sich keiner verantwortlich in Deutschland. Also wir haben noch keine Ahnung, wie wir wieder nach Hause kommen. Was habt ihr irgendwie mal mit einem TUI-Veranstalter hier die vor Ort? Die sagen alle, wir hätten das nicht gebucht. Ach so, ja. Die behaupten einfach, da habe ich gesagt, ja, aber ich stehe doch bei Garuda. Also Garuda war der Flug, die Airline von Jakarta nach Lombok. Aha. Und die am Schalter sagte mir, ihr steht auf der Passagierliste drauf, aha, aber der Flug wurde nicht bestätigt, dass wir also nicht kommen würden, aber es ist reserviert worden. Ah. Ja, also von dem her habe ich gesagt, also muss es doch gebucht gewesen sein, nur hat es irgendjemand verdummbeutelt, uns zu melden oder zu bestätigen, dass wir fliegen. Aber jetzt behaupten sie, dass es halt nicht so wäre. Jetzt habe ich schon gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, wie das jetzt klappt mit Heimzugs. Ne? Ja, dann, ich kann auch schon helfen natürlich. Also ich meine, über Apps kann man schon einfach so einen Flug hier bei uns buchen. Ja, ja, okay. Also ich muss einfach nur wissen, um wie viel Uhr der Flug weitergeht von Jakarta aus. Ja, okay. Und wie viel ist Zeit spannen. Also was wir für den, um den Anschlussflug zu kriegen, ja? Nicht, dass es zu kurz ist. Ja? Ja, ja. Das können wir schauen. Ja? Okay. Ja. Das Flug gibt es jeden Tag von hier auch nach Jakarta. Okay. Ja? Vielleicht geht es dann mit Garuda oder mit Wir wissen halt jetzt nicht, ob wir bei Garuda jetzt auch auf dem Rückflug gemeldet sind, ob man das vielleicht nur bestätigen muss. Ah, das wissen wir halt jetzt alles noch nicht. Ne? Weil in Deutschland, das Reisebüro, die waren total entsetzt, wie ich denen geschrieben habe, was passiert ist. Dann hat die vom Reisebüro mit TUI den ganzen Tag telefoniert, aber es fühlte sich keiner verantwortlich. Und jetzt ist es da in irgendeiner Spezialabteilung, die sie
kümmern wollen. Aber da kommt jetzt auch noch nichts. Also, wir haben Zeitverschiebung. Ich muss immer aufpassen, weil jetzt ist Nacht. Ne? Ich hoffe halt, dass in den nächsten ein, zwei Tagen mal irgendetwas kommt, weil wir müssen uns ja auch frühzeitig kümmern, dass wir einen Flug bekommen. Oh ja. Ja, dann schauen wir mal. Ja, also 2 Wochen noch, ja, oder? Nee, eine Woche noch. Noch eine Woche? Ja, jetzt, wir sind schon eine Woche da. Also oh ja. Am 6.7. fliegen wir normal. Oh ja, okay. Dann noch eine Woche Zeit. Ja. Das ist schon ein bisschen knapp. Ja, eben. Deswegen ja, bin dann ich kann auch jeden schauen, Tag ja. am gucken, dass wir das geregelt kriegen. Mhm. Jetzt, wenn wir in Deutschland sind, muss ich gucken, dass ich mein Geld wieder kriege. Ne? Oh, weil yeah. wir müssen es ja jetzt selber bezahlen und dann. Ja, ob die Kreditkarte vielleicht abgebucht worden ja. ist. Ja, ist alles schon. Weil die Reise ist komplett abgebucht. Aber ich habe noch einen Ausdruck, wo der Flug draufsteht, dass wir das gebucht haben. Also das war gut, dass ich das aufgehoben habe. Ja, ja. Ja, manchmal gibt es auch schon Probleme auf einer Reise. Da gibt es auch schon Probleme. Für Leute, die dann halt auch schon das Gepäck zum Beispiel verloren haben, bei dem Anschlussflug in Singapur sogar. Ja. Das war auch schon schlimm, dass das Gepäck erst dann nach 3 Tagen ankommt. Ja. Ja, also man muss einfach mal so vorbereitet für irgendeine Fehlmeldung oder sowas. Also wir haben schon sehr viel Urlaub gemacht, muss man sagen, und es ist das erste Mal, also wir machen wirklich seit 20 Jahren, dass wir immer Fernreisen buchen. Wir haben schon sehr, sehr viel gesehen. Das ist wirklich das erste Mal, wo wir so Probleme haben. Yeah. Aber es war schon komisch, überhaupt eine Reise zu finden, die bis nach Lombok durchgebucht werden konnte von den Reiseveranstaltern, weil viele haben die Reise nur bis Singapur und dann musste man sich selber kümmern, wie man nach Lombok kommt. Oh, ne? Wo ich dann auch gesagt habe, da brauche ich ja auch kein Reisebüro, wenn ich alles selber buchen muss. Ja, genau. Ne? Ja. Also es war schon, das Reisebüro war schon ziemlich wild am gucken, dass sie für uns was Gutes findet, dass wir komplett buchen können und deswegen sind wir jetzt so entsetzt, dass es doch so endet. Ne? Dass, im Prinzip in Jakarta die Reise zu Ende war und guckt selber, wie ihr nach Lombok kommt. Ne? Das war jetzt nicht so schön. Ja, aber, aber wir sind ja jetzt keine Unerfahrenen. Wir haben dann einfach gesagt, okay, wir gehen hin, wir bezahlen das jetzt, dass wir einfach mal im Hotel sind. Haben dann auch mit TUI telefoniert. Die haben hier vor Ort ja jemanden. Dann habe ich gesagt, ja, ich brauche es aber dringend, weil der Flieger geht gleich und ich muss jetzt wissen, was ich tun soll. Ja, sie ruft mich zurück und die hat bis heute, glaube ich, noch nicht zurückgerufen. Also, der Service ist bei TUI nicht so toll diesmal, also muss ich echt sagen. Aber gut. Schade, so eine große Veranstalter. Ja. Aber gut, wir lassen uns den Urlaub dadurch nicht verlieren. Wir machen es uns schön und wir kommen irgendwie nach Hause. Ja. 2018 war ein großes Beben bei uns hier. Ah, okay. Und viele Dörfer hier im Nordteil der Insel sind hier betroffen. Ja? Und dann viele Häuser, viele Büros, zum Beispiel Schulen, also Gebäude sind hier neu aufgebaut worden. Ja? Und jede Familie kriegt ja um die 3000 Euro, also ca. 50 Millionen Rupias, um das auch wieder aufbauen zu können. Ja. Dann hat die Regierung irgendwie mal das finanziert. Ja. Also es hat irgendwie 2 Jahre gedauert, bis alles fertig ist. Ja. Aber ich meine, bis jetzt ist alles noch nicht so ganz fertig, weil ich auch schon mitbekommen habe, das sind noch Häuser, die noch im Bau sind. Ja. Ja, und das war auch schon ziemlich schlimm. Also es lag bei 6,1 im Richterskala. Ja. Okay. Ja, aber da gab es da auch natürlich Nachbeben. Ja. Aber am stärksten da 7,1. Ja, das war ziemlich. Deswegen diese Tsunami-Warnung ausgelöst worden. Ja. Und, aber hat nichts passiert. Ja. Also es ist ja kein Tsunami. Ja. Und
Ja, während es hat irgendwie mal 2 Wochen gedauert, also mit den Nachbeben und so weiter. Wir konnten überhaupt nicht so gut schlafen, weil wir dann immer nachts zum Beispiel dann irgendwie mal merken, so ein leichtes Beben. Ja. Besonders gefährlich bei den Leuten, die dann die Häuser, deren Häuser irgendwie mal schon kaputt von den ersten Beben waren, ja, und dann irgendwie mal bei einem leichten Beben es dann auch stürzen können. Ja. Und das war auch schon große Sorge, also für uns. Ja. Aber die Häuser sind jetzt alles, also so zum großen Teil sind schon wieder aufgebaut worden. Weil ihr seht jetzt ja also Häuser mit Wellblechdächern, ja? Ja. Die sind die neuen Häuser. Ja? Es gibt zwar auch schon noch Häuser, die noch bis jetzt noch stehen. Ja? Das Problem bei den Häusern war eigentlich, dass die Einheimischen selber die Häuser aufgebaut haben. Ja? Und es gab überhaupt keine Kontrolle von irgendeiner Behörde zum Beispiel, die dann die Qualität der Gebäude kontrolliert haben. Ja? Das ist ja in Indonesien so, dass es ja nicht so ganz diszipliniert ist. Also die Regierung zum Beispiel achtet nicht drauf, dass irgendwie mal so eine Regel dafür gebraucht wird, ja? Dass bei einem Hausbau zum Beispiel eine Kontrolle durchgeführt werden muss. Ja? Aber das hat ja nichts passiert. Aber natürlich, wenn man dann sieht, ja, das Einkommen der Einheimischen, wenn irgendwie mal so alles nach der Regel aufgebaut würde, dass irgendwie mal ein Architekt zum Beispiel eingesetzt werden muss, ja, dann wird es natürlich teurer, ja, für die Einheimischen. Das können die Leute nicht leisten. Ja. Deswegen haben die dann selber gebaut, selber kontrolliert und so weiter. Keine Prüfung. Ja, es wird nicht von der Regierung nachgeprüft, ob die Gebäude stabil sind und so weiter. Ja. Es gibt zwar auch schon viele Häuser, die ganz einfach sind, ja, einfach mal so Backsteine drauflegen und ohne Finishing, also wird nicht gepflastert, ja, weil die dann halt das nicht zahlen können. Ja. Und dadurch dann ist es auch schon ein bisschen zerbrechlich. Ja. Nur ein bisschen wackeln, dann geht es dann kaputt. Ist es wieder kaputt. Ja, genau. Ja. Ja, die Leute leben halt dann ziemlich einfach bei uns hier, also in einfachen Häusern, ja. Und dann die leben von der Landwirtschaft, ja, als Reisbauern oder auch hier an der Küste zum Beispiel im Norden. Die leben meistens ja als Fischer, ja. Also dann müssen die dann früh morgens dann rausfahren in Hochmeer, also Hochwasser. Und dann dort angeln, ja. Und wenn die dann zurückkommen, dann vielleicht, die haben nur ein kleines Boot dafür, ja. Dass sie jeden Tag nur dafür kämpfen müssen, um ein bisschen Geld zu haben, um zu leben einfach. Ne? Also ich würde sagen, wir leben hier großen Teil so, dass wir arbeiten nicht, um reich zu werden, sondern um leben zu können einfach, ne? Einfaches Leben aber natürlich sind ja auch schon die glücklichen Menschen. Soweit die dann schon, sag ich mal, Reis haben, ja, Reis, ja, zum Essen, ja, dann sind sie schon glücklich, ja, dass sie dann schon etwas zum Essen haben für die Familie. Ne? Nicht, dass zurzeit müssen die dann auch schon ein Handy haben, früher natürlich, dann vergisst man ja, aber jetzt auch schon sind auch schon Kinder, die auch schon in der Stadt studieren müssen, ja, und dann, die brauchen dann so ein Handy und dann denken schon, jetzt müssen wir auch schon Guthaben dafür oder müssen wir auch schon ein Quota, heißt das, wie heißt das, ein Quota, also für Internet zum Beispiel haben, ja, dass sie dann auch schon jeden Tag so einen Internetzugang haben, die wissen, wo die Kinder sind, ja, und so, ne? Man muss auch etwas weiter denken und mal weiterkommen. Ja, also immer auf derselben Stelle stehen bleiben, bringt nichts. Das ist ja auch gut für das Land, ja? Ja, richtig. Immer etwas fortschrittlicher werden. Ja, ja. Dann denken die nicht auch, wie die dann auch schon ein Auto, ein schönes Auto haben müssen oder ein schönes Haus, aber ein einfaches Haus, ja, wie einfache Geschäfte, wie hier links zum Beispiel, ja, reicht schon, also um leben zu können. Mhm. Ja.